transforming our image, not by showing what we did to buildings and interior design, but by the feeling and the emotions we are looking for. Bonjour, mein Name ist Claude Faber. Ich bin Teammanager am Service Marketing, responsable für den Bereich Kommunikation. Die neue Kampagne basiert auf der Relation zwischen dem Bankier und seinem Klient und stellt uns Baseline New Bridge to Life dar, wo wir halt ein Enabler sind für den Klient, für seinen Dream und sein Projekt zu realisieren. Das heißt, wir begleiten den Klient viel von seinem ganzen Leben durch seine verschiedenen Lebensphasen, die verschiedenen Projekte, die er hat, er will realisieren. Da können wir ihm helfen an die Relation, die weisen wir an unseren neuen Spot. Moin, ich bin Lisa Wells und ich bin zuständig für den Marketing von der Spurkiss. Das Konzept können wir auch von einem anderen Point of View gesehen, an dem wir den Klient bei einem anderen Need Stage abfangen. Ein Need Stage, wo der Klient sich Gedanken macht über ein Dream, ein Projekt de Vie, den er will realisieren. Dass die Bank HDB mal sich auch zurücksetzt an die Situation, wo er selber sein erstes Projekt de Vie kann realisieren. Und die Emotionen und das, was er da geliebt hat, kann teilen mit dem Klient. Die Bank proposiert dem Klient dann auch potenzielle Lösungen mit ihm zu gucken. Er verspricht ihm keine Solution, Mirakel, aber er verspricht ihm, sein Bestes zu machen. Und so decidieren dann sie zusammen das Projekt umzugehen. Moin, ich bin Raoul Ludwig, ich arbeite als Grafiker auf der Spurkiss. Sind am Marketing an der Leidenschaft Division Realisation. Was Musik belangt, bei diesem Spot sind wir auch auf einen neuen Weg gegangen. Letztes Jahr haben wir ein Lied geholt, das wirklich weltbekannt ist, das auch gut angeschlossen hat, das gut funktioniert hat. Da sind wir auf die Idee gekommen, für das wirklich mit einem Produzent eine Musik auf unsere Live zu schreiben, anstatt etwas Bestehendes zu wollen. Wir haben selbstverständlich von verschiedenen Themen ein bisschen beeinflusst, aber man sollte wirklich aus einer Feder kommen, die für uns in sich gedacht wird.